Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wheel Spin steht an und mit dabei heute haben wir Andy, Crapper, Maxi, nur 24 Stunden Racer, Flowing, Falk, Games, Games, Falk, Falk, Gaming, Gaming, Gamings, Falks, Ghost Rider, Mr. Exi, Perweka, Spadboy, Srob und Kuru. Grüßt euch. Hallo. 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 Ich muss mir mal ganz kurz selber auf die Schulter klopfen, nach dem gestrigen Fauxpas, als ich den Leuten keine Chance gab, sich vorzustellen. Ja, habe ich diesmal so nett, wie ich bin, dran gedacht. Wir waren auch alle sehr traurig danach. Ja, ja. Ja, es war, das hat die ganze Folge in eine sehr, sehr trübselige Stimmung gelegt. Für die richtige Bezahlung haben wir trotzdem weitergemacht. Ja, ja. Musste tief in die Tasche greifen, aber das war es ja dann natürlich wert. So, keine Sorge, ihr habt keinen Disconnect, es ist einfach nur der Unimog. Ja? Und das da hinten ist übrigens ein Transit, habe ich gerade erfahren. Es wurde mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat und wie ich jetzt darauf komme, aber es wurde mir gesagt, da hinten steht ein Transit. Gut, sei es rum, wir spielen Wheelspin, das heißt dreimal drehen, das, was man sieht, da muss man mit was anfangen. Wenn es ein Auto ist, dann muss man es auch verwenden. Wenn es zwei Autos sind, dann darf man immerhin das günstigere verscherbeln für einen halben Wert. Und natürlich gibt es auch den Joker-Spin, da hat man allerdings nur zwei. Das heißt, bitte, ach Gott. Gib mir das, was ich gerade gesehen habe. Das war nicht das, was ich gerade gesehen habe. Ich habe richtig es hat mit Gold und Lila und Blau begonnen, hat natürlich mit einer Farbe geendet. Oh! Ich werde auf gar keinen Fall Joker. Oh! Ja, also ich bin happy. Das nehme ich. Ich bin nicht happy. Oh! Das fängt ja wunderbar. Egal. Ich hätte Joker und solchen Scheiß. Ich gamble auf jeden Fall. Das ist jetzt schwierig, ey. Oh, nee. Aber nee, hätte ich gar nicht. Also ich mache auch gleich ein What-If. Weiß es nicht. Ich mache einen Joker. Aber das ist jetzt natürlich belastend. Ich Joker. Alter, ich bin happy. Die verkaufe ich für einen halben Preis, ja. Die dürfen wir ja nicht fahren. Was ist ein blaues? Ja, was ist ein blaues blaue Klamotte? Glaub ich. Was waren blaue Sachen? Das ist krass. Ich Joker. Okay. Tabelle. Muss ich auch mal gucken. Also, ich mache jetzt gerade ein What-If für die Zuschauer, ne? Also und ich kann mal kurz gucken. 100. Joker. Bin ich mal gespannt, ob der Joker besser gewesen. Ich hätte losen müssen. Okay, nee, wäre aber glaube ich nicht besser gewesen. Wäre zwar deutlich mehr Geld, aber ich hätte keinen. Auch nicht hat besser. Sich schon gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt bei mir. Bei mir ist beides scheiße. Bei mir war auch beides scheiße. Auf jeden Fall schon mal. Ich weiß nicht, wer darauf reagieren möchte. Ich mache einen Straßenaufbau. Selbst. So, ich gamble auch. Guter Witz. Bei dem Auto, was ich gezogen habe, macht Offroad nicht viel Sinn. Egal. Ganz kurz nochmal für Zwecks des Protokolls. Wer hat gejokert? Ich. Ja, ich, super. Also ich habe 5 Punkte gejokert. Wissen alle Zuschauer natürlich jetzt Bescheid. Der Name wäre vielleicht nie verkehrt, zu sagen. 24 Stunden Racer. Zum Beispiel. Maxi. Ja. Und Krepper. Exit. Alles klar. Ja, weißt du, also nachprüfen können, ob da nicht hier, ne? Regelbruch und so im Tal der Gletschermöwen. So, wunderbar. Egal. Ich würde sagen, wir gehen zu unserem Lieblings-Tuning-Ort und dann geht's, entweder in die Automesse erstmal ein Auto besorgen oder dann entsprechend das entsprechende Auto zu tunen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich in alter Frische wieder. Ja, da sind wir dann im Haus mit ganz vielen Leuten dieses Mal, nämlich der nur 24 Stunden Racer, der Flowing Games, Falk, der Exit, der Perweka und der Spadboy sind alle hier mit im Channel. Das heißt, ihr habt hier nicht nur 6 andere Leute, nee, 5 andere, sondern auch noch 4 andere Sichten, nee, 3 andere Sichten. Wo ihr euch das Ganze angucken könnt, was die Leute so gemacht haben. Und ich kann sagen, ich bin diesmal tatsächlich froh über den Joker gewesen. Nee. Ich bin jetzt nicht unbedingt froh, aber ich finde es auch nicht ganz schlimm. Der Expo war verboten, ne? Ja, ist verboten wieder. Ist der Wool verboten? Oder steht der? Ja, ich denke, das ist das Gleiche. Ja, ist auch verboten, ja. Oh. So. Mit wie viel hast du dann gegambelt rein? Ich hatte eigentlich 65 beim ersten Mal.
und habe dann nochmal gejokert und bin auf 40 gekommen. Oh, ich hab... Ey, ich meine, viel besser ist es bei mir nicht. Ich habe 45.000 auf dem Jokern. Davor war es ein Malu-Dingens. Das ist ein bisschen Geld. Ich hatte vorher die Koffer ZR1, die alte, und 101.000. Ich habe ein ganz geiles, günstiges Auto und noch ein bisschen Tuning-Budget. Ja, und ich habe den GT2 RS von 2018 und 27.000. Ab Autos, die ich kaufen kann. Auswahl haben wir nicht viele. Ich kann Turbo draufklatschen, ja. Also ich habe einen uralten 97er Lexus SC300, aber der darf 250.000. Den würde ich... Ich würde immer nicht. Da hätte ich dir empfohlen zu gambeln, weil der fährt sich echt nicht gut. Das war ja das war's gambeln. Das Ding ist grauenhaft zum Fahren. Danke gleich. Das wird sich nicht gut fahren lassen. Das kostet nur drei. Das Problem ist, Andi hat ja gesagt, er macht einen Straßenaufbau. Das heißt, es kommt Offroad. Und dieses Auto auf Offroad aufzubauen, das wird eine Challenge. Baut ihr wirklich auf Offroad auf? Nee. Überhaupt ein Auto dafür zu finden. Bau wenigstens ein Allradswap halt rein. Ein Allradswap muss halt fast sein, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür, weil da habe ich kein Geld mehr für Reifen wahrscheinlich. Scheiß auf Reifen. Wie viel hast du denn, Maxi? Ich habe 35.000 fürs Tuning. Oh. Ja, ich habe 25.000. Ich glaube, der Allrad, der muss sein. Dann opfer ich jetzt ein bisschen Kurvenspeed. Ich meine, der hat ja Straßenreifen drauf. Finden wir denn was vielleicht schon Allrad hat, zu dem Preis gibt's wahrscheinlich auch nicht. Ja. Gibt's für die Dodge Viper keinen Flügel? Boah. Ich muss irgendwas ausbauen, um ihn tiefer zu legen, weil das schaut krass aus. Das ist wahrscheinlich nicht schnell, aber... Das gibt viel Geld für wenig Leistung. Viel... Gewichtsersparnis. Das Erste, was man bei Gewichts macht, ist die Gewichtsersparnis. Dann würde ich mir gute Bremsen draufziehen und dann einen fetten Turbo oder so. Ja, ich habe einen Zentrifugallader und das Ding komplett. 49.800, das klingt doch gut. Ich glaube, da können wir nicht mehr viel machen, wenn ich den nehme. Gibt es noch einen Teil für 600? Abis? Was hat der jetzt gekostet? Da hätte ich noch 3.000. Stabis habe ich tatsächlich eingebaut, weil ich mir dachte, ich will das Auto einstellen können. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, aber ich statt Stabis und Federung lieber Ding einbauen sollte. Besser am Reifen. Streamcheck Toys. Ja, ich mach das so. Ja, da, Donker vor. Ja, Spurplatten sind billig. Die gönnen wir uns noch. Das Auto ist erlaubt. Ui. Ui, das ist aber schön. Ah ja, wir kommen auf den Cent hin. Auf den Credit. Ich kann mir gerade mal so die Gewichtsreduzierung leisten, ne? Das Ding ist ein halber Vollaufbau. Ich bin auf S2. Ui. Kosten denn Stabis? Ja, auf 50 Credits habe ich übrig. Braucht ihr noch mehr? Ja, ich nehm alles, was gleich einen Topf rum. Weil da hab ich das Getriebe eingebaut. Das wäre ja sonst so blöd. Also bei mir kam das Getriebe hat gerade in den Statistikpunkten 3, also von 5, irgendwas auf 8, irgendwas gemacht bei der Geschwindigkeit und dachte, okay, zum Glück habe ich das eingebaut. Gibt's für das Auto einen guten Getriebe? Allrad ist das ja egal. Dann läuft das Ding halt nur knapp 300. Ist ja nicht so schlimm. Theoretisch müsste doch noch. Ich kann mir noch nicht mal mehr einen Luftfilter leisten. Reifen ein bisschen breiter machen. Selbst das ist zu teuer. Lohnt sich Meterstabis? Ja, ist das schon. Die Gefahr mit Offroad. Ja, komm. Ich kann mein Auto so tief geklatschen, wie es nur irgendwie geht. Einfach weil es gut ausschaut. Gott. Ganz tief mache ich es nicht, ein bisschen Federweg brauche ich auch noch. Das
ja, das ist eine gute Idee tatsächlich. Also wenn der Aufflug dran kommt, nee, also, das will ich nicht. Federweg, was ist ein Federweg? Ja. Aber warte, der hat Ero einstellbar. Oho, das ist ja schön. Könnte man sonst noch nehmen. Wie also man das Diff einstellen? Meinem fehlt auch absolut Anpressdruck tatsächlich. Meine 300. Ah, doch, nee, ich nicht. 93 sollte reichen. So, dann gehen wir mal aus dem Haus. Ich. 380 sollte reichen. Nee, noch tiefer legen. Ein ganzer Zentimeter geht noch. Yes. Ich will aber auch nicht das Diff zu aggressiv einstellen, weil wenn dann nämlich Offroad kommt, da bist du voll der Depp. Oh, warte. Ich habe keinen siebten Gang mehr. Nee, wir bleiben jetzt dabei. Achso, das muss jetzt klappen. Das ist ja kein Offroad-Fahrzeug. Das ist ja. Ja, Zeit fürs Tuning brauche ich nicht mit. Aber brauchen wir noch nicht Probe fahren. Ja, das läuft doch. Dieses Auto. Ach cool, also der fährt sich ja mega geil. Als Hop. Muss auch sagen, ich bin mit meinem Design zufrieden. Setze ich mich noch kurz an die Pizza, wie gesagt. Mach es bitte. Ey, der fährt sich ja mega stabil, wow. Meinst du, ich soll noch mal irgendwo fetten Ghost drauf klatschen? Haben wir dafür die Zeit? Ja, schon noch ein paar Minuten. Du hast rein theoretisch noch 10 Minuten. Echt jetzt? Das ist ja. Das Fumble hat sich jetzt auch schon erledigt. Hey, that's pretty good. Oh. Ja, ich habe also gleich Mustergruppen download. Welchen LI habt ihr so? S2 916. Knapp unter S2. 39. S1898. 676. Finde ich spannend, weil ich hatte ja nur 5000 Credits mehr als du, bin aber immer noch über 700 gekommen. So. Hast du Allrad drin? Natürlich. Natürlich, Dingen. Alter. Kann man irgendwo Mustergruppen runterladen? Ja. Ich habe mir jetzt nicht ganz das billigste Auto genommen, aber damit ich wollte halt ein bisschen fürs Tuning reinstecken. Hab dann dieses typische, was viele LI gibt, aber halt auch billig. Das Auto schnell machen, aber so Leichtbau, ein Turbo draufgehämmert, dass das mit Leistung geht. Allrad. Naja, ich hoffe einfach, dass meine nicht vorhandenen Fahrskills jetzt wettmachen und das schon umlaufen. Dementsprechend seht ihr jetzt zumindest bei meiner Sicht. Sehen wir uns dann gleich bei der Autovorstellung wieder und ihr bekommt eventuell oder eventuell auch noch nicht im Zeitraffer vom Design. Bis gleich. Wunderbar, da stehen die ganzen, bunte Geschosse. Also auf jeden Fall stehen da ein paar richtig steile Zähne. Bin mal gespannt, was da gezogen wurde. Wir beginnen aber erstmal beim Kirschblütentraum von Mr. Exi. Ja, mein erster ist etwas schief gegangen. Das waren dann deutlich unter 60.000. Danach hatte ich mit dem zweiten gehofft, habe diesen Lexus SC300 gezogen, natürlich nicht ganz perfekt, dafür aber 250.000 dazu. Somit konnte ich alles einbauen und da ja die angeteasert habe, habe ich das Ganze auch ein bisschen auf Offroad gestellt, ansonsten alles, was so geht, 6 Zylinder drin, 3 Liter und Windturbo und ansonsten Simon. Alles klar, dann Maxi.
Ja, nachdem ich mit meinem ursprünglichen Spin nicht so ganz zufrieden war, habe ich dann gegambelt und diesen wunderschönen Aston Martin DB11 gezogen. Zwar nur 35.000 Tuning-Budget, aber das Auto ist an sich schon nicht schlecht und es hat dann noch hier eine wunderschöne Farbe drauf. Ich glaube, die heißt Sunburst Orange, nicht braun. Ja, mal gucken, was er taugt. Bei mir sind alle Fahrzeuge ein bisschen braun, aber das hat andere Gründe. Ich habe die halt nicht sauber gemacht. So, Crapper. Ja, also meine ersten 30 waren gar nichts, deswegen habe ich auch ein bisschen gegambelt. Hatte sie auch ausgezahlt, wie man sehen kann, habe dann 170.000 gezogen innerhalb von zwei Spins, habe mir dann für 110 die Corvette geholt und dann nochmal ein bisschen getuned, nicht viel, aber. Okay, Herr Weker. Ja, ich habe den Joker nicht mehr, weil ich diesen Porsche und den neuen Audi S1 gezogen habe und dazu noch 10.000. Ja, musste den schon nehmen. Allrad, etwas Leistung und Straßenaufbau. Sonst hättest du den Audi genommen, wenn du natürlich freie Wahl gehabt hast. Ja, genau. So, da kommen wir zur Manga Connection. Und wie wir alle wissen, es gibt natürlich 5000 extra PS und damit sind sie natürlich über dem 1850 PS Limit dieses Formats und müssen beide natürlich leider auf die Setter umsteigen. Es tut mir so leid für euch beide, dass ihr die Regeln nicht kanntet. Die habe ich gerade eingeführt, aber dieses Wochenende ist sowieso, ich mache die Regeln, wie sie mir gefallen und tja, das tut mir jetzt halt wahnsinnig leid. Nein, Spaß beiseite, Falk, komm, schieß los. Ja, ich hatte im ersten Corvette Z1 und 110.000 wollte ich nicht, habe gegambelt. Hab 140.000 gekriegt, das Schmuckstück hier für 90 gekauft und so ein fast Vollaufbau draus gemacht. Okay, nur 24 Stunden Racer. Ich habe in den ersten drei Spins einen Holden und so 40.000, 50.000 Credits gezogen. Hab mir gedacht, ja, das gamble ich, bei meinem Glück wird es schon besser werden. Spoiler wurde es nicht. Ich hatte dann halt nur noch die 45.000 Credits. Dafür gab es dieses Auto recht günstig und dann doch eine gute Leistung mit einem Twin Turbo und Allrad Swap. Und dann sind 50 Credits übrig geblieben und die habe ich dann in ein qualitatives Design gesteckt. Alles klar. Spoy. Ja, ich habe im ersten Spin 65.000 bekommen. Da habe ich mir gedacht, das ist mir zu wenig. Habe es nochmal versucht, habe 40.000 bekommen. Für 37.000 habe ich das Auto gekauft. Habe noch ein bisschen Gewicht rausgenommen und dann war auch schon Ende des Monats. Aber sogar, Andi, ich glaube, der hat sogar richtig viel Gewicht rausgenommen, oder? Also nicht mal, da ist ja nichts mehr vom Auto übrig. Das ist in der Tat, ja. Der Glasklardack ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, also das ist wilde Nummer, ist das die Nummer. Ja, kurz zu mir. Ich habe 15.488 GTB und 15.000 dementsprechend geiles Auto, wenig Tuning-Budget. Ich habe so ein bisschen versucht, Allrounder-Aufbau zu machen. Also Allrad war dann halt leider Pflichtkauf und der Rest mal so hier und da ein bisschen was, also ist jetzt alles nicht so ganz perfekt, also so ein bisschen mehr Tuning-Budget hätte wahrscheinlich nicht geschadet, aber wie gesagt, die Basis ist natürlich geil und dementsprechend schauen wir einfach mal, was so gibt. Und schöne Farbe. Ja, ich habe gedacht, es kann nicht immer nur rot sein und gelb sein und blau sein, wenn ich einen Ferrari fahre, dann habe ich gedacht, cool, die haben auch so ein geiles Grün, warum nicht? Und da wir heute wahrscheinlich wieder mehr im Gelände unterwegs sind, ist das doch die perfekte Optik. So, Kuro, bitte. Ja, nachdem meine ersten drei Spins mit einem Isetta angefangen haben, habe ich dann lieber gejokert, dann dieses komische Hochhaus gezogen und 175.000 fürs Tuning. Ja, eigentlich recht Vollaufbau mit Rallye-Reifen und hoffe, es kommen keine Kurven. Keine Kurven, weiß er nicht. Srob, bitteschön. Ja, ich habe für 145.000 gezogen, habe mir dann gedacht, für 38.000 kaufst du eine Super. Hast einen fast Vollaufbau mit den restlichen 107.000. Bin auf Straße gegangen. Kurven sind nicht ganz nah, aber mussten. Alles klar. Andi. Ja, ich hatte 320.000, fahre weiter meine Agenda, in Wiesbaden-Fahrzeuge zu fahren, die man sonst relativ selten sieht, habe mich deswegen für den Solin S1 entschieden und ja, einen Straßenaufbau gemacht, auch wenn ich überlegt hatte, trotz meiner Ankündigung einen Straßenaufbau zu machen, einen Offroad-Aufbau draus zu machen. Habe mich aber doch dagegen entschieden. Okay. Rider, last but not least, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich hatte ein goldenes Item gezogen, dann 100.000 und ein Pagani Huayra Corsa Edition. Der hat mir 1,35 Millionen eingebracht und der Senna hat Millionen gekostet. Also hat es locker für den Vollaufbau gereicht.
Also ich kann jetzt schon mal sagen, du hast mehr Budget gezogen, was ich jemals in der gesamten Laufbahn von Wheelspin Horizon 5 das wahrscheinlich ist allerdings werde. Richtig, ja. Und das in einer Folge, ja. In einem Spiel. Also wie viel Luck kann man denn bitte haben? Das ist ja nicht mehr normal. Das goldene Item war schon die Krönung, aber dann kommt ja, die Propaganda. Ja, eben, allein das goldene Item. Das hatte ich in meinem Joker, den ich nicht gemacht habe, habe ich auch eine goldene Hupe. Ist jetzt nicht so viel wert, die Items. Da müssen wir vielleicht die Preise auch mal nachregulieren, habe ich schon mal gesagt, wir haben es nie gemacht. Aber ja, dann 100.000, was auch okay ist. Also damit kann man auch viel anfangen. Und dann natürlich noch eine Forza Edition, die mehrere Millionen wert ist. Also ja, das ist natürlich eine Nummer. Das ist natürlich eine Nummer. Gut, aber bevor wir natürlich zu unseren eigentlichen Disziplinen kommen, steht natürlich das Track Race an. Und genau da gehen wir jetzt hin. Beziehungsweise ich gehe hin und ziehe euch mit oder so. Irgendwie, wenn ich überhaupt Lead bin. Bin ich überhaupt Lead? Ja. Eigentlich ja. Okay. So. Also sing. Und 3, 2, 1. Ich sing. Sing. Super. Also machen wir das fahren, ja. So, ja, mir ist kein Text eingefallen, weißt du? Sonst hättest du mal was sagen müssen und dann. Netzwerkdiagnose? Ja, hätte ich jetzt von Michael Jackson sagen sollen. Als der Netzwerkdiagnose-Song, aber der ist doch so ein Insider. Dann gibt es eigentlich nur exklusiv, wenn man hier mit in der Folge dabei ist. Und zwar immer genau dann, wenn gecuttet wird. Also an die Zuschauer, den Netzwerkdiagnose-Song. Eigentlich? Oder habe ich denn mal gesungen, während wir noch quasi live waren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war. Das ist eigentlich, dieser Engelsgesang ist eigentlich nur für die Mitteilnehmer. Ja? Und falls du dich fragst, wie du teilnehmen kannst, in der Videobeschreibung ist ein Infovideo verlinkt, da wird alles erklärt. Boah, was für eine Überleitung. Ich bin ja richtig professional. Krass. Man könnte fast meinen, du machst das schon fast 10 Jahre mittlerweile. Ja, da ist leider was dran. So. Auf X. Das war ja schon mal spannend. Wie viel S2 in X ist. Das ich dachte. Die D-Klasse. Nee, wir machen es unter uns aus. Ich habe vorhin noch gesagt, ich habe jetzt nicht den geilsten Aufbau, also da wird es bestimmt bessere geben, aber allerdings, dass es so viel bessere gibt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Deswegen wäre ich schon ein bisschen jetzt verdutzt, als ich gesehen habe, wie alle hier mit ihren Sportwagen stehen. Das Hoch auf geht ja auch mal richtig ab. Ja, ich weiß gar nicht warum. Und ihr wünscht mal, René. Hallo, uns war das so. Ja, da ist uns jetzt nichts. Ja, ich hab bis auf den Effekt ausgedient für den Track Race. Hätte es nicht sein dürfen. Ja. Also ich bin happy, dass man Hochhaus wird, obwohl. Dein Hochhaus. Das Hochhaus hebt ab. Nicht zählt ihm am Boden. War. Ja, jetzt habe ich gesungen. Alles. Wunderbar. Sehr schön. Kann man das Thema, auch Thema abhaken? Erledigt. Ja, wunderbar. Damit legt natürlich der Senna den Grundstein und muss ab jetzt jedes Rennen gewinnen. Wenn er das nicht tut, dann muss er der ganzen Runde was ausgeben. Das ist natürlich klar. Das verlangt so der Wheelspin-Kodex. Auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein, was uns in der ersten Disziplin erwartet. Wie wir gehört haben, nicht so viele Kurven wurde erwünscht. Ob allerdings die kommende Disziplin tatsächlich nicht so viele Kurven hat, weiß man nicht. Ich behaupte mal, zweckgemäß muss es mindestens eine geben. Ja, Andi, hast du es in der Aufnahme gesagt? Ich habe so ein Gedächtnis, ne? Wie so ein Sieb. Hast du in der Aufnahme noch gesagt, dass du viel Straße aufbaust oder war das schon im Cut? Das war in der Aufnahme. Also ja, wie Andi gesagt hat, er hat für den Rasen aufgebaut. Deswegen fahren wir jetzt Straße. Ja. Oh Gott, was war ich denn? Denn wir sind die Straße. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich wieder so eine Folge einmal jetzt auf der Straße, alle happy, bis auf die, die Offroad aufgebaut haben. Und dann nur noch. So ungefähr erwarte ich die Folge, ja. Kuro fährt quer. Ja, was soll ich anderes machen? Das ist gerade auch Verfilmung von Willi will's wissen. Was, Willi will's wissen? Ja, Kuro fährt quer, könnte. Er klingt ähnlich. Aber das geht doch anders. Das geht doch Willi will's wissen. Willi fährt quer. Achso. Keine Ahnung. Krieg mal hin. Ich habe tatsächlich nie eine Folge von Willi will's wissen gesehen. Aber diesen Song habe ich auf jeden Fall irgendwo schon mal aufgeschnappt. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das war auch mehr zu meiner Kindheit als zu meiner. Das kann gut sein, ja. Dass das schon nach
meiner Wissensphase war, als ich natürlich schon dann alles Wissen, was es gibt, angeeignet hatte. Ja. Und jetzt schon wieder in der Phase bin, wo ich wieder vieles vergesse, wie man gerade gehört hat. Und sie werden Ach, du bist das. Du wieder bist das, also, Kinder. Du bist also das Backup vom Internet. Alles Wissen gespeichert. Ja, genau. So sieht's aus. Der Backup-Ray. Ja. Das geheime fünfte Mitglied der Backstreet Boys. Waren das nicht fünf? Keine Ahnung. Vier? Achso. Ich dachte, das waren fünf. Das war schon der erste. Das muss ich gleich googeln. Ich weiß es nämlich auch nicht. Auch das Wissen ist mir leider abhanden gekommen. Ja. War anscheinend nicht so wichtig. Doch, das ist eigentlich sehr wichtig, hallo? Dann kannst du nämlich singen. Ich denke mal, Backstreet, das ist einfach. Back all ich denke right mal, das so ist ein Schutzmechanismus deswegen wegen Backstreet Boys. Da hat das Gehirn abgeschaltet, als Sicherheitshalber. So, also erstmal jetzt googeln, bevor es hier weitergeht. Backstreet Boys. So, jetzt kommt's. Es sind tatsächlich fünf gewesen. Also, Andi, du hast jetzt die einmalige Chance, deine Aussage zu korrigieren. Nein, nicht korrigieren, erklären. Es gibt natürlich fünf offizielle Mitglieder, ja. Aber es gibt noch das geheime fünfte Mitglied. Achso, gibt es auch ein geheimes viertes Mitglied oder nee, nur das fünfte? Das wäre okay. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, aber ja, lassen wir das mal so stehen. Auf jeden Fall. Gut, damit hat Team, ich weiß es nicht, gewonnen. Ich habe nicht drauf geachtet. Auch nicht ich denke drauf mal, geachtet. Es war blau. Ich glaube, es war blau, ne? Ja. Im Zweifel ist es natürlich blau. 150 Punkte. Das ist natürlich durchaus knapp. Also in der Formel 1 würde man sagen, verdient Weltmeister geworden. Hier ist es allerdings eher eine knappe Nummer. Moment, wo ist Michael Masi? Ja, bei Michael Masi wären es eher nur ein Punkt Unterschied und dann kommt Safety Car. So, egal, lassen wir das. Safety Car fährt heute nicht mit, deswegen machen wir weiter im Text und zwar die nächste Disziplin, um da einen kleinen Teaser schon mal zu geben. Geht auf jeden Fall in die Richtung, wie ich es angedeutet habe. Ja, den Rest sehen wir gleich. Ja, weiter geht's auf der Straße, zumindest mal ein kurzes Stück. Denn wir müssen uns ja langsam aber sicher, laut Andys Aussage, Richtung Offroad bewegen. Das heißt, am Ende fahren wir, wir das offroadigste nicht, Offroad, also das denn, was es gibt. Ist, oh ist oh nur Offroad. Oh Gott. Oh, bremst auf. Ja, geil. Wallriding von Win. Das war nicht mal mit Absicht. Aber es hat funktioniert. Ja, jetzt sehe ich erstmal, wie mächtig Wallriding ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schlimm. Den sich hey, das Rennen bin ich aber schon 100 Mal gefahren. Oh Gott. Mir das als neu angezeigt. Vielleicht, oh Gott. Wow, vielleicht bist du nur im Multiplayer oder in der Festplayer bisher gefahren. Oder ich bin so nicht im Multiplayer gefahren und deswegen wird es als neu für Multiplayer. Doch, im Multiplayer bist du safe gefahren. Ja, aber halt eher so einem Ding, weißt du, nicht selbst erstellt, sondern so über. Keine Ahnung. Ach, ist doch egal. Es wurde mir auf jeden Fall im Vorfeld als neu getaggt. Aber ja, stimmt schon, ich fahre seltenst Rundkursrennen im Singleplayer, wenn man das so sagen kann, sondern wenn, dann meistens nur die Sprints. Ja, das sind halt auch geiler. Ja, ich meine, Rundkurs-Rally ist halt für mich dann eher Rallycross und für eine Rallycross-Strecke wäre das viel zu krass. Also, ist halt keine Rallycross-Strecke, sagen wir es mal so. Hm. Rallycross-Strecken sind ja eher so ein bisschen enger und so und cooler und so. Und für mich kein Unterschied, die Show noch was. Was jetzt nicht gut gemacht. Was jetzt aber sehr interessant finde, bis jetzt ist, einfach, weil ich dann doch hier abschneide. Habe ich das Ding doch zu sehr auf der Offroad? Egal. Raider, bin ich super gut. Dann fährt er auch ganz gut. Wow. Dieses Auto. Einfach nicht drehen, bitte. Dankeschön. Hat jemand eigentlich ein Allrad? Die Menge schreit hier! Gott, ja. Alter, dieser Checkpoint. Racing or Ping-Pong hier. Warum nicht beides? Boah, ich darf mich nicht von diesem Alien anstecken lassen. Das ist so klipprig und schwarz. Oh
Achtung, Baum. Ja, den habe ich fast mitgenommen. Alter! Oha. Das war aber nicht mal versucht zu bremsen. Doch. War nur zu spät. Ja, er bremst halt quasi 10 Meter später als alle anderen und hofft auf Wunder. Das ist natürlich auch eine Taktik. Das ist natürlich auch. Weißt du? Yeah. Oh. Yeah. Nein, 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 nein. Uff. Ich dachte, ich verpasse den Checkpoint. Also, das war jetzt sehr glücklich. Ein Ecken versuchter Beschiss. Nicht Ping-Pong. Nein! Darf er das mal aufbauen? Nö. Ich meine, kann ich nicht sehr gut aufbauen. Mein Auto mag sehr die Natur. Das wäre fast ein 3 von 3 geworden. Komm, fast Grip, 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 Grip. Okay, jetzt wurde ich doch ein bisschen mehr durchgereicht. Seid schon doch durch. Das war's, nein, nein, für dich. Mein Platz, mein zweiter Platz. Der Trotz des Drehers. So, damit aber der wohlverdiente Ausgleich für Team Rot. Wobei man natürlich sagen muss, Team Rot besteht aus der Hälfte des ehemaligen Team Blau, aber wir kennen Muster. So, wunderbar. Dann geht es natürlich munter weiter. Wie schon gesagt, wir wollen natürlich immer eins draufsetzen. Natürlich kommt nach einem Sprint und nach dem Grip-Rundkurs dementsprechend ein Titan. Ja, Andi, es tut mir wirklich leid. Der Titan wurde es nicht, aber man könnte sagen, der Mini-Titan. Ne? Ist ja quasi dieselbe Startlocation. Ja. Ist er der erste Titan? Und ja, ich glaube, ein bisschen ist der Verlauf anders hier runter, oder? Aber es geht nicht. Nee, ich meine nicht. Ich habe im Schnee irgendwie keinen Grip, ich weiß gar nicht warum. Aber es war ein wunderschöner Trift. Da gibt es Hilfe von Ratio-Ketten. Dein Reifenketten. Oh, oh, oh. Ah! Hallo, ich glaube, oh ja, die Teamverteilung nach dem Start hier sieht auf jeden Fall schon gut aus. Ja, im Start smart. Wir sind noch keine einzige richtige Kurve gefahren. Die kommen erst. Smart jetzt. Haben wir hier nicht. Ja, leider. Gott, ich würde einen feiern. Ja. Gott, geh da rein. Boah, ja. Das war knapp. Fast den Checkpoint verpasst. Fast den einzigen Baum in der ganzen Landschaft mitgenommen. Ja, ey. Hast du sehr gut gemacht. Gib mir den Sprung! Mein Fahrweg ist irgendwie ein bisschen hart. Man könnte fast meinen, es wäre nicht fürs Gelände ausgelegt. Oh mein Gott! Das war ganz schlecht. Jetzt habe ich einen Checkpoint wirklich verpasst. Hätte man auch nicht ganz so tief liegen sollen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, das wird nix. Oh, das wird nix. Was macht ihr denn da? Ey, könnt ihr mal bitte per Vega davon entfernen? Der zerstört das rote Glanzbild. Vielleicht könnte ich einfach auch besser fahren. Du hast die Kollision ausgemacht. Oh, was ist denn los? Querfett eingeht gar nicht klar mit dem Ding. Ready war noch einigermaßen okay. Landungen gehen gar nicht bei dem Ding. Wer hätte gedacht, dass ein Aston Martin im Offroad nicht funktioniert? Die Corvette funktioniert überraschend gut. Es ist also grundlegend nicht mal richtig ist. Aussage. Aston Martin kann Offroad funktionieren. Mauern, ja, es können alle Offroad funktionieren, aber es kommt darauf an, wie viel Tuning-Budget man halt auch hat. Und worauf ich aufbaue. Worauf Andi aufbaut. Also ich bin zufrieden. Was ist der Zufallsgenerator für geile Disziplin? Oh Gott, brems. Oh Gott. Ey, das läuft doch maximal bescheiden gerade. Das zerstört Ray hier, das Bild. Ja. Getrennte Teams. Ja, was heißt, ich zerstöre es? Ja, ich zerstöre es, das ist schon richtig. Oder per Vega, je nachdem. Ja, ja, nee, per Vega macht schon alles richtig. Ich mach alles falsch. Jetzt wird das Anliegen gespielt. Das war ja nichts, das Rennen. Es hätte besser sein können, ich wenn es besser gewesen wäre. Wenn es nicht Offroad gewesen wäre. Ja, dann würde es überlaufen. Also ich hätte gerne die Landung, also die Sprünge haben es mir tatsächlich versaut. Da hat er komplett weggezogen. Hätte ich doch ein bisschen mehr Sprünge testen sollen. Bei mir hat alles, also der Wagen ist halt hart ausgelegt bei mir. Jede Bodenwelle habe ich gespürt. Angenehm. Ja, ich baue einen neuen Rücken. Hat einer einen? Eigentlich halt nicht so. Ja, damit tatsächlich zieht Team Rot an Team Blau jetzt sogar vorbei, nachdem die ja den ersten Siegespunkt eigentlich für sich eingeheimst haben. Mal gucken, ob Team Blau da nochmal zurückkommen kann oder ob Team Rot da einfach den Gnadenstoß setzen wird. Wir werden es rausfinden.
Ja, heute machen wir alle Disziplinen so ein bisschen. Jetzt kommt natürlich noch Straßenszene, aber dann bleibt eigentlich auch, wenn man jetzt Rundkurs und Sprint zusammennimmt, eigentlich nichts mehr über. Dann haben wir quasi alle Untergründe erforscht. Verkehr. Dankeschön, den habe ich absolut gesehen. Warum kommt Kuru bitte besser durch die Kurve? Ich fall vom Glauben ab. Das Hochhaus. Mehr Gewicht und ein schwereres Auto. Ja, warum? Warum gibt es jetzt hier eine Straßenblockade? Das ist doch scheiße. Aber man sieht es auch wieder: Herr Weker war der Einzige aus Team Blau, der Punkte geholt hat. Und dann wurde er direkt zu Team Rot rübergebracht. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ach, ich bin auch rübergewechselt. Kein Bock mehr auf den Laden da drüben gehabt. Jawohl, auf einem Rad fahren. Das ist Next Level. Ja, ich hab's gerade über den Hubel auch geschafft, auf beiden Vorderrad. Das ist das hier. Interessant. Eine Achtung, Verkehr, ne? Schicke Kack-Dreck gemacht. Kack-Dreck-Dreck-Dreck-Kack. Ja, es beweist sich halt wieder, so Mischungsaufbauten sind immer. Sind zwar okay, um alle Disziplinen irgendwie zu überleben. Ach Gott, das gibt's auch nicht. Alle zu überleben, aber du bist halt nirgends wirklich gut. Vorbeigefahren. Ich hasse mich. Oh Gott. Was hast du da gemacht? Hast du ein Offroad-Fahrwerk drin oder was? Ja, genau, Offroad-Fahrwerk. Aber komplett hart ausgelegt. Weil das Ding ist ja, wenn du ein Rennfahrwerk weich machst, ist es nicht so gut wie ein Offroad-Fahrwerk hart, sofern du halt ins Gelände möchtest, sag das mal so. Aber auf der Straße ist es halt natürlich Much. Und ich habe keine Stabis drin, oder halt nur die Standard-Stabis, die nicht einstellbar sind. Aber ja, das macht, glaube ich, nicht den Unterschied. Stabis sind halt, um es dann nochmal perfekt zu machen, eigentlich. Ja. Musste eh so ein bisschen Sparmaßnahmen machen bei dem Aufbau. Ach komm. Nimm Kredit auf. Ja, weniger Aero als per Weg. Aber jetzt kommt der Kurve, scheiße. Oh ja, Kurve. Und Fullspeed durch. Oh, da kommt Festival. Ich fühle mich gemobbt. Ab auf die Autobahn. Nein! Da war eine Vorderkante! Oh, Dankeschön, mit 3,17 eine Vorderkante 3,0. Lorenz, du brauchst nicht links rüber. Fahren eh nicht. Ja, die kann man im letzten Update rein, das ist geil. Heiß, aber ja, ich lieb's. Ich hab's direkt umarmt. In die Kurve. Auf geht's. Halb Autobahn geschafft. So, und da wird es ja dann am Ende tatsächlich nochmal spannend. Da haben wir nämlich den Ausgleich, wenn man sehr viel krumm biegt. Aber das tun wir natürlich nicht, deswegen hat natürlich Team Rot das Ganze ja dann doch relativ schnell dominiert, wobei man muss natürlich auch nochmal ganz klar sagen, die Hälfte des Siegerteams aus der ersten Runde sind natürlich auch in Team Rot gewechselt, da hat einfach Team Rot entsprechend gut bezahlt. Ja, das ist wie beim Profifußball, ja, ist deine eigene Mannschaft halt nicht so gut und du hast aber Sponsoren zum Abwinken, dann kaufst du einfach die anderen Vereine kaputt. Ja, ich nenne jetzt da keine Namen, aber solche Vereine gibt es, glaube ich, in jeder Liga. Tut mir leid. Ja, Andi, Mensch. FC Andihausen, das ist ja der Verein. Ich sag's euch. Ja. Nächstes Jahr Bundesliga Champions League Gruppensieger. So, wunderbar. Dann machen wir aber trotzdem noch die letzte Disziplin. Und weil es so schön war, gibt es was alle sich gewünscht haben, tatsächlich. Fehler wurde begangen, aber schaut mich jetzt nicht unbedingt dabei an, auch wenn ich derjenige war. jetzt fehlt jemand, den haben wir leider verloren. Und ich habe ja gesagt, das ist für alle was dabei, deswegen Kripprennen, das ist ja alles dabei. Ja. Geil, Matsch, lecker. Ganz auch. Wirklich gut, Irene und ich. Bis zum Schön, Schluss gemeinsam. Drei von den Rennen Offroad fahren. Oh, Wand. Lorenz, jetzt müssten wir nur noch Seite an Seite. Ich wollte gerade sagen, über die Ziellinie fahren, aber da kommen wir eh nicht an. Aber eins frage ich mich ja schon die ganze Zeit. War Ayrton Senna eigentlich auch hobbymäßig ein Rallye-Fahrer? Glaube nicht. Weil dann gehört der Senna hier eindeutig nicht hin. Oder ganz ans Ende des Feldes. Das qualifiziert. Aber er schlägt sich gut. Oh Gott, Alter. Ja, das ist eben, aber es ist ja dann nicht seinem Namensgeber entsprechend. Ne? Habt ihr gut gemacht. Oh Gott. Wobei, Bruno Senna, das weiß ich gerade nicht, ob der vielleicht.
Bruno Senner. Wenn ich hier fahre, das ist ready fährt. Also. Gott. Ey, was ist das denn? Ja, ich meine, der 488 KTB wurde ja benannt nach Giovanni Trapattoni Bergauf. Richtig. Ja, der hatte halt eine deutsche Mutter, deswegen Bergauf als Nachname. Aber der war ja ein ganz berühmter Rallye-Fahrer. Deswegen passt es natürlich, dass ich hier im Dreck unterwegs bin. Genau, der Salinas 1 wird auch nach Sven 1 benannt. Ja. Sven ist ein schwedischer Rallye-Fahrer. Ja, klar. Schweden sind sowieso alles Rallye-Fahrer. Entweder sind sie Elektro-DJs oder sie sind Rallye-Fahrer. Es gibt noch zwei Optionen. Das wissen wir ja alle. René, wenn du Gas gibst, kommt das Game. Weltbekannt. Ich geb Gas. Ja, dann gibst du mehr Gas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahr einfach schneller. Nein, kein Wasser. Erziele 15 Angeber-Kombis im Ferrari und irgendwas anderes noch. Ja, nimm mir nicht Wunder, dass ich hier die ganze Zeit angebe, so talentiert wie ich hier fahre. Ich glaube, die Guck mal, wie ich angebe. Da wärst du ganz, ganz blass von. Nein, da fährst du sogar in die Wand und nicht gleich hinterher. Auch. Ja. Alles gekonnt natürlich. Ja, war gewollt. Gute Linie, Klapper. Oh nein, Checkpoint. Hm? Oh nein, nochmal ein Checkpoint. Das war der Move des Jahrtausends. Achtung, Raider, komm noch ein paar Checkpoints. Die Schlussdings ist ja fies. Da gibt es eine Rechtskurve, gefolgt von einer Kuppe, die dann in eine enge Rechtskurve auf den Asphalt führt. Wäre von Team Blau gerettet. Zumindest. Hier hat mir jetzt genau. Eingeladen. Was? So, und damit Lorenz ist mich auch eingeladen. Die Schmach natürlich absolut komplett. Denn der Einzige, der wirklich Punkte für Team Blau holt, ist der die ganze Zeit bei Team Rot war. Ja. Also ich finde, warte mal, ich habe mehr Punkte geholt als 5 Leute aus Team Rot, deswegen würde ich sagen, wir haben gewonnen. Das rede ich. Aber es gibt da noch jemand, der hat noch mehr Punkte geholt als du. Und erzählt aber nicht, das haben wir gerade festgestellt. Okay, es ist ein Argument. Das ist ein Argument. Also würde ich sagen, nach langen Hin und Her und Diskussionen. Wir können uns gerne auf Unentschieden einigen, da wäre ich auch vollkommen dabei. Würde ich sagen, nee, Unentschieden finde ich echt unattraktiv. Ich will hier natürlich eine klare Entscheidung okay, haben. Okay, 1 gegen 1, Ray. Und dann würde ich sagen, 1 gegen 1 auf Hello Kitty Island und zwar ja. Beim großen Ponyhof, ja? Morgen. Okay, machen wir. Ja? Da treffen wir uns. Ohne Glitzer. Ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr. Niemals. Wunderbar, richtig. Das soll es gewesen sein. Mit einer weiteren Ausgabe Wheelspin und einer fantastischen Gesangsshow, die ihr leider alle verpasst habt, weil die natürlich wieder im Cut passiert ist. Ich sage ja immer wieder, was hier zwischen den Rennen passiert, ist ein wahres Meisterwerk der Gefühle. Aber das gibt es halt nur, wenn man hier dabei ist. Deswegen, wenn du auch mal Bock hast, bei einer Multiplayer-Folge dabei zu sein, dann check, wie schon erwähnt, die Videobeschreibung aus. Da ist das Erklärvideo verlinkt. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmern hier noch ein wunderbares Restwochenende. Das gleiche gilt natürlich auch für die Zuschauer, beziehungsweise eigentlich für die Teilnehmer ein schönes kommendes Wochenende, weil wir natürlich unter der Woche aufnehmen. Das ist immer wieder bei dieser tollen Zeitblasenphysik. Ist auch egal. Ich wünsche auf jeden Fall so oder so ein wunderbares Wochenende. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wasn't looking for a soulmate. I thought he would float away like a ghost in the night. But it's too late, I counted it. He rose from the grave. Told me his name, told me we could make a love that never could fade.